Vera bei den Mönchen von Heiligenkreuz. Mitten im idyllischen Wienerwald steht seit fast 800 Jahren eine Symphonie aus Kunst, Kultur und Mystik, gemeißelt in Stein. Das Kloster Heiligenkreuz ist nicht nur eines der schönsten Stifte Österreichs, sondern auch das wohl aktivste. Denn das zweitälteste Zisterzienserkloster der Welt erlebt gerade eine Renaissance, die ihm niemand mehr zugetraut hätte. Heiligenkreuz hat einen Massenzustrom an Studenten und Seminaristen wie seit 700 Jahren nicht mehr und musste sogar schon in Container ausweichen. Während andere Klöster mangels Personal vor der Schließung stehen, platzt Heiligenkreuz aus allen Nähten. Dahinter steckt die Suche nach spiritueller Gemeinschaft und die Musik. Denn die Mönche von Heiligenkreuz wurden weltbekannt, als sie mit ihrem Album Chant, Music for Paradise, 2007 weltweit die Hitparaden stürmten. Bis heute verkauften sie mit ihrem gregorianischen Gesang über 1,4 Millionen CDs. Allein in Österreich erreichten sie unglaubliches 6-fach Platin. Viele gute Gründe für mich, mir das spirituelle Wunder vom Wienerwald an einem wunderschönen Wintertag kurz vor Weihnachten genauer erklären zu lassen. Und wer könnte das besser als der Abt des Klosters, Maximilian Heim? Der Rektor der Hochschule, Pater Karl Josef Wallner? Und Pater Johannes Paul, der, man würde es seinem Kloster gar nicht zutrauen, unter anderem die Facebook-Seite betreut. Im Rahmen von Vera bei habe ich ja schon viele Prominente daheim besucht, von Helene Fischer oder Til Schweiger über Otto Schenk bis zu Karl Merkatz. Also Jüngere und Ältere. Aber so alt wie die Mönche von Heiligenkreuz war bislang noch keiner. Weil es geht ja heute bei uns nicht um das Leben des einzelnen Mönchs, sondern um die Gemeinschaft, das Leben in der Gemeinschaft. Und da denke ich, dass sich seit der Gründung von Stift Heiligenkreuz im 12. Jahrhundert das Leben und der Rhythmus hier nicht allzu radikal verändert hat. Es gibt schon eine Kontinuität, dass man tatsächlich Ora et Labora, Bete und Arbeite, abwechselt. Und von daher glaube ich, dass die Grundlinien gleich geblieben sind. So wie diese Runde heute hier besetzt ist, hätte das theoretisch auch vor 500 oder 800 Jahren sein können. Ich darf ganz kurz vorstellen, Abt Maximilian, also der oberste Chef des Klosters, neben ihm Pater Karl, zuständig für die Öffentlichkeitsarbeit und Rektor der Hochschule, die hier angeschlossen ist, und einer der jüngeren Mönche, Pater Johannes Paul. Sie sind für Jugendseelsorge zuständig? Ich bin mit dem Pater Karl auch für Jugendseelsorge zuständig und auch für Öffentlichkeitsarbeit zuständig, aber bin eigentlich einfach ein normaler Mönch und Priester hier und war vorher Kaplan in Würflach, einer kleinen, schönen Gemeinde in Niederösterreich, und bin jetzt wieder hier im Kloster und setze mich hier mit aller Kraft für das ein, was der Abt mir als Auftrag gibt. Nun, ich meine, wir richten eigentlich unseren Terminkalender nach dem Gebet. Wir treffen uns 7-mal am Tag und in der Nacht, das können wir sagen. Und zwischen diesen Gebetszeiten verläuft die Arbeit, verläuft auch Freizeit, verlaufen wichtige Termine, die man eben annimmt, Begegnungen. Und das ist eigentlich ganz schön, weil man dadurch auch eine innere Freiheit gewinnt. Man hat zwar eine Gebundenheit, aber in der Gebundenheit der Termine bleibe ich doch frei, meine Zeit gut einzuteilen und wirklich eine erfüllte Zeit dadurch zu haben und keinen Leerlauf. Gut, aber diese Gemeinschaft, dieses Treffen 7-mal am Tag für das Gebet, das ist eben genau das, was sich jahrhundertelang in dieser Gleichförmigkeit erhalten hat und immer gleich geblieben ist? Es ist eine Art Skelett, einfach eine Ordnung, die einem hilft. Deshalb heißen wir übrigens auch Orden, weil es hier eine Ordnung gibt. Und ich sehe das ganz einfach praktisch nicht. Man würde ja fast in Arbeit aufgehen, wenn ich dann vor dem Computer sitze. Facebook ist ohne Ende, aber wenn die Glocke läutet zum Gebet, dann steht man auf und geht eben zum Gebet. Das ist eine große Hilfe, auch diese Struktur. Und das hat sich seit 1133 nicht geändert. Facebook ist schon neu dazugekommen. Zu Facebook kommen wir gleich, aber was mich interessiert, wann läutet denn die Glocke, wann ruft sie zum Gebet zum ersten Mal am Wir Tag? Beginnen um 5.15 Uhr mit den sogenannten Vigilien. Das ist eine sehr schöne freie Zeit. Mein Lieblingsgebet eigentlich, fällt mir auch nicht schwer. Ich wache immer schon um 4:30 auf,
Das ist sehr eindrucksvoll, wenn 50 Mönche schon vor Sonnenaufgang beten. Geht dann ungefähr 2 Stunden mit der Heiligen Messe, dann wieder zu Mittag, vor dem Mittagessen 20 Minuten, nach dem Mittagessen 20 Minuten. Um 18 Uhr gibt es die Vesper, die sehr feierlich ist, das Abendgebet. Und dann noch um 19.45 Uhr gibt es unser gutes Nachtgebet, wo der Tag komplett ist. Deshalb heißt es auch komplett. Und damit gehen wir dann in die Stille der Nacht. Also es gibt kein Zusammensitzen oder Feiern oder auch kein Fernsehen im Kloster, sondern jeder geht dann ins persönliche Gebet, kann auch selbst Anbetung halten, Rosenkranz, und dann ist die Stille der Nacht, bis wir wieder um 4:30 aufstehen. Und das Gemeinschaftsleben ist so intensiv, dass auch die Mahlzeiten alle immer miteinander genommen werden. Also wir haben Mittagessen und Abendessen immer gemeinsam, auch mit Tischlesung. Das heißt, es ist dann stillschweigend, also es wird nicht dauernd nur geredet, sondern mittags wird nach der Suppe abgeläutet. Da ist dann möglich, dass man ein wenig Dialog auch führt, und das ist auch wichtig so. Aber am Abend haben wir dann eine Tischlektüre, meistens irgendein interessantes Buch. Vorher werden noch die Heiligen des nächsten Tages vorgelesen und auch ein Stück Evangelium. Ja, es ist interessant, wenn man das so hört, dieses Spannungsfeld zwischen dieser Tradition, wo sich eigentlich nichts verändert hat über all die Jahrhunderte, und eben dann dazwischen dieses Moderne, dieses Heute. Facebook ist gefallen. Ich glaube, Sie sind ja auch zuständig dafür, zuständig für die Social Media. Und dieses bearbeiten Sie dann mehrheitlich von Ihrem Zimmer aus? Das mache ich vom Zimmer aus. Das ist ja das Geniale an Facebook. Also man kann sogar vom Smartphone aus das pflegen, diese Seite. Und ich sage das immer so, also wir sind Mönche, das heißt, wir haben Glauben, der letztlich auf Jesus Christus zurückgeht, also 2000 Jahre alt ist. Wir haben hier eine Tradition, die seit 1133 geht, aber wir haben eine ganz, ganz, ganz wichtige Botschaft für heute, für die Menschen von heute. Und es ist wichtig, dass wir die kommunizieren in der Art und Weise, wie die Menschen heute das auch verstehen und annehmen können. Und da gehören einfach die modernen Medien dazu. Und ich glaube, dass es ganz wichtig ist, dass wir als Glaubende, als Kirche, als Mönche dort einfach präsent sind, auch ansprechbar sind, auch als Personen drin sind. Wir sind auch als Personen da sind. Und es gibt viele junge Leute, die auch ganz persönlich dann dort schreiben, auch weil sie sich dann treffen wollen oder weil sie vorbeikommen wollen und einfach diese Kommunikationskanäle heute nutzen. Und das ist schön. Es ist schön. Hier in dieser mittelalterlichen Halle, die einst als Pilgerhalle gedient hat, hier gibt es kein Internet, aber in Ihrem Zimmer. Jetzt meine unverschämte Frage, darf ich mir einmal so einen Wohnraum eines Mönchs anschauen? Also normalerweise ist ja die Klausur nicht so leicht zugänglich, aber wir machen jetzt eine Ausnahme. Hier sitzt er ab, müssen Sie nicht um Erlaubnis bitten? Na, ich glaube, ich müsste erst den Abdraht noch ein. Gut, Sie haben ja gesagt, dann gehen wir doch. Dann gehen wir. Ja, danke, dass ich hier herein darf. Rein assoziativ sage ich mal, Ihr Lebensraum, Ihr täglicher, entspricht in etwa dem Raum, den ein Jugendlicher zur Verfügung hat, oder das sogenannte Kinderzimmer. Viel größer ist es nicht. Also wir sind Mönche, und Mönchsein heißt auch ein bisschen einfach leben, jetzt nicht zu anspruchsvoll sein in dem, was den Lebensstil betrifft. Und deswegen sind unsere Zimmer zwar sehr angenehm, gut, schön, gemütlich, man soll sich wohlfühlen drin, aber Luxus ist es keiner. Na, sehr gemütlich durch das Gewölbe und die dicken Mauern, das haben ja hier wohl alle Zimmer. Überhaupt keine Frage, es gibt allerdings 2 wesentliche Unterschiede zum Kinderzimmer. Zum einen, Sie haben das Waschbecken im Raum, und zum anderen, es ist perfekt aufgeräumt. Perfekt aufgeräumt ist es, man soll sich ja wohlfühlen, und die Ordnung im Zimmer entspricht der Ordnung in der Seele. Meinen Sie das? Ich bemühe mich darum. Und diesen Vergleich, das sagen Sie dann auch den Jugendlichen, die Sie betreuen, als Jugendseelsorger hier? Ja, wir sagen vieles den jungen Leuten. Schön ist, dass im Heiligen Kreuz sehr viele Jugendliche da sind, dass wir eben viele Jugendliche haben, die zu uns kommen, die auch Interesse haben und die wir begleiten als Priester, als Mönche. Wir haben einmal im Monat eine Jugendvigil, wo mehr als 300 Jugendliche jedes Mal kommen. Viele Jugendliche, die auch so mit mir in Kontakt sind, die ich begleite als Priester, manchmal bis sie dann heiraten oder bis sie bei uns eintreten, das ist auch schon vorgekommen, oder auch sonst, die halt gerne die Nähe zur Kirche und zum Glauben haben. Und das machen wir mit sehr viel Freude. Mit sehr viel Freude und mit den richtigen Kommunikationsmitteln. Wie ich gehört habe, haben Sie auch WhatsApp-Gruppen eingerichtet, um per Handy
immer im Kontakt sein zu können. Das stimmt. Also wie ich Kaplan war in Würflach in meiner Pfarre, habe ich für die Firmlinge eine WhatsApp-Gruppe gehabt. Und da haben wir alle wichtigen Sachen, die zu kommunizieren waren, dann bei WhatsApp kommuniziert. Die Jugendlichen haben das natürlich sehr cool gefunden, dass der Kaplan, der Priester, WhatsApp hat. Und für mich war es sehr praktisch. Und so haben wir einen guten Kontakt gehabt. Es gibt auch einen eigenen Klosterkanal, einen Monastic Channel, den Sie betreiben. Ja, wir haben eine eigene Seite, die heißt Stift Heiligenkreuz. Ja. Und da posten wir Videos drauf, kleine Gespräche oder kleine Impulse, Glaubensimpulse, die wir machen. Und wird zum Teil sehr intensiv angeschaut. Ja. Also alle Ihre Tätigkeitsfelder weisen natürlich darauf hin, der Laptop steht ja auch da, dass Sie eben sehr, sehr viel am Computer zu tun haben. Das ist ja auch das Mittel der Wahl für die meisten Mönche heute hier im Heiligenkreuz. Das Thema Fernsehen, wie wichtig ist das überhaupt noch? Weil ich habe gehört, es gibt überhaupt nur 2 Fernsehgeräte hier im Kloster. Es gibt noch weniger. Also ich weiß nur von einem Fernsehgerät. Aha, okay. Es gibt ein Fernsehgerät hier in einem Fernsehraum. Und in der Tat nutzen wir es relativ wenig, weil einfach oft auch die Zeit nicht da ist, das sage ich ganz ehrlich. Wichtige Sachen wie Wahlergebnisse, Fußballmatches, die große Bedeutung haben für Österreich oder auch für Deutschland, wir haben ja viele deutsche Mönche auch. Und natürlich Papstmessen oder wenn ein neuer Papst gewählt wird, dann wird der Fernseher sehr intensiv genutzt. Ich würde sagen, gehen wir jetzt zurück zu den beiden anderen. Und ich würde aber noch vorher gerne ein Selfie machen. Okay, gerne. Okay. Ja, also Sie, habe ich gesehen und gehört vor allen Dingen, tun ja sehr viel für junge Leute. Sie sprechen sie ja auch aktiv insofern an, indem sie anbieten Kloster auf Zeit. Was darf er dann hier miterleben? Er kann eigentlich dann direkt am Klosterleben mit teilnehmen. Also er kann zum Gebet gehen, er kann zum Essen gehen, er bekommt auch die eine oder andere Arbeit, wo er mithelfen muss. Also er kriegt den Klosteralltag ziemlich gut mit. Er darf jeden Tag um 4:30 aufstehen. Das ist auch eine sportliche Herausforderung in gewisser Weise. Interessant ist ja, dass das Stift Heiligenkreuz einen ungemeinen Zustrom hat an jungen Leuten, aber eben auch wirklich an Menschen, die Mönche werden wollen und es auch letztendlich dann werden. Angeblich mehr als in den letzten 700 Jahren. Also wirklich immens viel. Wir haben ja 21 Pfarreien, wir haben 2 Priorate. Also unsere besten Mitbrüder, kann man fast sagen, sind ja in den seelsorglichen Tätigkeiten, in den Pfarreien draußen unsere aktivsten. Und im Haus sind viele Junge auch, die noch in Ausbildung sind. Aber insgesamt gehören zum Kloster 92 Mönche. Also das ist schon gigantisch, während andere Kloster langsam zusperren müssen, wachsen sie und werden immer noch größer. Worauf führen Sie das primär zurück? Ich glaube schon, dass wir es verstehen oder versuchen zu verstehen, eine gewisse uralte Tradition des Mönchtums zu verbinden, auch mit der Gegenwart und mit der Zukunft. Das heißt, wir sind bereit, auch neue Wege zu gehen, aber wir sind vor allem auch betende Mönche und pflegen die Liturgie. Und das ist heute für junge Leute oft wirklich ein ganz wichtiges Magnet, wieso sie überhaupt ins Kloster gehen, nämlich die Erfahrung, Gott zu begegnen. Wer heute diese Möglichkeit nicht in einem Kloster findet, der wird nicht dort bleiben, sondern er... Ich habe eine kurze Formel. Ja. Also ich glaube, weil wir nicht streiten miteinander. Also ich glaube, dass die größte Stärke dieses Klosters, wo ich jetzt 34 Jahre bin, dass wir ganz starke Gemeinschaft sind. Dass es keine Richtungskämpfe gibt, ja, dass sich niemand, wie soll ich sagen, groß spielen möchte auf Kosten der anderen. Das weiß aber derjenige nicht, der hierher will. Doch, das spürt man. Mhm. Ja. Also wir sind ja in einer Welt von Singles, nicht? Also jeder möchte sich individualisieren und zugleich hat man eine ganz große Sehnsucht nach Partnerschaft, Gemeinschaft, angenommen werden. Und ich glaube, das spürt man, dass hier, ich weiß nicht, du bist ja unser Vater. Also ich glaube schon, dass das Gemeinschaftsleben und Erfahrung von Gemeinschaft ganz wichtig ist. Und diese Erfahrung von Gemeinschaft bedarf natürlich auch der gegenseitigen Verzeihung, das ist auch notwendig, auch die Erfahrung von Verzeihung, die wir durch Gott bekommen, das heißt Beichte zum Beispiel, nicht, was ja heute bei vielen gar nicht mehr präsent ist, dass es so etwas gibt. Und diese Dinge sind eben bei uns wirklich ganz selbstverständlich. Das heißt, ich bin ein Mönch, der weiß, dass er auch seine Schwächen hat, seine Fehler hat, seine Ecken und Kanten hat, aber ich bin eben bereit, auch auf dem anderen wieder zuzugehen und ich bin vor allem bereit, auch mich selber zurückzunehmen, damit eine Gemeinschaft wachsen kann. Hat eigentlich dieser unerwartet
riesige, wirklich Mega-Erfolg von Ihrer CD Chant spürbar noch einmal etwas ausgelöst? Ich glaube, dass es vielleicht schon uns in der Bekanntheit natürlich vorangebracht hat. Aber wir haben Nachwuchs seit 40 Jahren, kann man wirklich sagen. Und wir haben wirklich eine Kontinuität auch in den Berufungen. Und das macht, glaube ich, auch unsere Gemeinschaft wirklich attraktiv. Wir haben jetzt nicht nur Junge, wir haben eben Mittelalter, Alte. Und das ist eben was ganz Schönes. Und wir sind eben bereit, die einzelnen Talente auch zu fördern. Es ist nicht so, wenn jemand ins Kloster kommt, dass er dann auf das, was er vorher getan hat, einfach verzichten muss oder das vergessen muss, sondern dass wirklich die Möglichkeiten, die einer hat oder die er auch im Laufe seines Klosterlebens entwickelt, dass zum Beispiel der Pater Karl ein hervorragender Medienarbeiter ist oder dass er eben in der Hochschule etwas voranbringt, was man nie gedacht hat, nämlich dass wir 300 Studenten einmal haben. Als wir beide miteinander begonnen haben, hatten wir 40 Studenten. Mhm. Abt Maximilian, Sie sind gebürtiger Deutscher. Was hat Sie bewogen, eigentlich 1983 ausgerechnet hier ins Stift Heiligenkreuz zu gehen? Also ich bin 82 gekommen und der Grund war eigentlich die Hochschule. Ich habe damals wirklich eben einen Ort gesucht, der Theologie so vermittelt, dass keine Spaltung da ist zwischen Lehramt und Theologie. Und ich habe dann über die Hochschule das Kloster kennengelernt. Und das war für mich auch ganz faszinierend, weil ich dann hier etwas gefunden habe, wo ich gedacht habe, das ist eigentlich das, was ich suche. Unter anderem wegen dem lateinischen, gregorianischen Choral. Das war für mich, weil ich wirklich gerne singe, eines der, oder ein wichtiger Grund, um hier auch einzutreten. Ich habe dann auch den Pater Karl kennengelernt, der schon vor mir eingetreten war. Und wir sind dann sogar nach Rom gegangen, im Anno Santo della Redenzione, nicht? Das war für uns auch ganz schön. Also wir waren schon immer irgendwie zusammengespannt und das war für mich auch eine schöne Erfahrung, hier einen jungen Mönch kennenzulernen, der auch diesen gleichen Weg geht und irgendwo auch bei den jungen Leuten, die schon da waren, auch ein Vorbild zu sehen, Mensch, das könntest du auch so machen. Aber das ist ja genau der Punkt, den viele Menschen draußen, sage ich jetzt ganz bewusst, nicht wirklich verstehen. Wenn ein junger Mann sich entschließt, ins Kloster einzutreten und so quasi einen mehr oder weniger vorgezeichneten Weg zu gehen, zu einem, in einem Lebensabschnitt, wo sozusagen das Raus in die Welt, Abenteuer, was erleben, Herausforderungen, quasi alles das ja in der Form dann nicht mehr so stattfindet, inklusive Frauenbekanntschaften, all diese Dinge, findet dann nicht statt. Ist das wirklich so ein Moment einer inneren Berufung, den man dann spürt, wo man einfach weiß, das ist mein Weg? Oder bildet sich das gedanklich über die Jahre? Das würde mich wirklich bei jedem Einzelnen von Ihnen interessieren, wann es letztlich zu diesem Entschluss kommt, Novize werden zu wollen. Funktion. Also ich habe das ja sehr, sehr stark übernatürlich erlebt. Ja. Und wenn übernatürlich? Sie fragen, übernatürlich, ja. Wenn Sie fragen, muss man es verstehen oder kann man es verstehen, muss man es verstehen. Ja. Muss man verstehen, warum man begeistert ist von Fußball oder von etwas. Ja. Und bei mir war es wirklich ein innerer Weg überhaupt zum Glauben, zum bewussten Glauben mit 17. Und dann habe ich meine Berufung zum Priestertum, eigentlich, das war wie ein Blitzschlag, senkrecht, der plötzlich, mir hat es den Boden unter den Füßen weggezogen. Ich weiß noch den Ort, ich weiß noch die Stunde, ja, genau wo mir das passiert ist, wo ich plötzlich wusste, ich werde Priester. Und ich war fassungslos. Ja. Da waren Sie wie alt? Da war ich 18. Ja. War ich gerade 18. Das kam, also Sie haben es nicht gesucht, nach einer Antwort gesucht? Nein, ich habe nie daran gedacht. Wirklich aus heiterem Himmel? Ja. Ich hatte mich vorher in Gott verliebt, sage ich immer. Das ist mir schon passiert. Ja, ich habe plötzlich beten gelernt, Rosenkranz, war für mich alles sehr schön. Anbetung. Sie kommen aus einer sehr religiösen Familie? Meine Eltern sind wirklich sehr gläubig, aber sie waren nie begott und nie aufdringlich. Ja. Also das war großartig. Ja. Also mein Vater auch sehr vorbildlich, meine Mutter, also in einer sehr natürlichen, bodenständigen Weise, einfach, also man hat gemerkt, also, dass der Glaube ihnen was bedeutet. Und was dann für mich weit schwieriger war, war das Annehmen. Ich habe dann auch, bin über die Hochschule wieder ab Maximilian, bin ich dann hergekommen, wollte mal Theologie studieren, weil ich nicht genau wusste, wie ich das Priesterwerden konkretisieren soll. Und das habe ich eigentlich dann
erlitten. Ja, also das war ein großes Ringen, ja, also hier einzutreten. Weil ich konnte zum Beispiel mit dem gregorianischen Choral gar nichts anfangen. Also für mich war das Urfahrt damals. Ja, aber Sie hätten ja Priester werden können, ohne Mönch zu werden. Ja, das wollte ich auch. Ja. Ich wollte auch normal, ich wollte so Pfarrer sein draußen, ja, und Seelsorger. Ich wollte eigentlich Salesianer werden, also Jugendseelsorger. Die sind 3 Kilometer von uns entfernt, in Unterwaltersdorf, wo ich aufgewachsen bin. Großes Gymnasium. Ich bin auch durch einen Salesianer eigentlich dann zum Glauben gekommen. Aber es war nicht mein Weg und es ist wirklich geführt worden im Nachhinein, weil hier bin ich jetzt auch, ich habe so viele Jugendliche, der Choral ist jetzt das Schönste für mich, was man sich vorstellen kann. Also das haben Sie auch nie in Zweifel gezogen, auch Nein, später nicht Nein, das habe ich mehr. Nie. Das war so ganz mein stark. Mein Hiersein in Heiligenkreuz habe ich oft in Zweifel gezogen, ja? Aber mein Priestertum noch nie. Mhm. Ja? Wie war das in Ihrem Fall? Also ich habe mich schon irgendwie berufen gefühlt, aber im Noviziat ist auf einmal meine Berufung so geschwunden und vergangen. Ich hatte sogar arge Glaubenszweifel. Das haben wir alles miterlebt. Also ich hab wirklich gedacht, ich habe damals in meinen Kasten, habe ich innen einen Zettel hinein gepickt, nicht das ein Wort von der kleinen heiligen Therese, um ein Haar wäre ich Atheist geworden. Das war für mich wirklich eine Erfahrung, die ich mir nie hätte vorher vorstellen können. Nämlich eine Frage irgendwie auch, gibt es überhaupt Gott? Und wo bist du? Und ist es überhaupt mein Weg? Nicht? Das war einfach, vielleicht auch, weil ich noch jung war, ich war zwar älter als er, ich war 21, aber es war für mich wirklich eine existenzielle Frage. Mhm. Aber ich wollte ein halbes Jahr lang gehen, jeden Tag gehen eigentlich. Warum sind Sie dann nicht gegangen? Ich habe innerlich irgendwie dennoch gespürt, es ist dein Weg. Also mir von der Ratio, das ist, war ganz merkwürdig, also das Herz hat nicht mitgemacht. Und ich musste mir wirklich den Glauben wieder zurückerobern. Und ich weiß noch an dem Tag, als ich, das möchte ich wirklich als meinen Berufungstag vielleicht sogar bezeichnen, an dem Tag, wo ich mein Ansuchen irgendwie abgeben wollte, da habe ich in der Früh die Bibel aufgeschlagen und dann habe ich sofort im Johannesevangelium das Wort gesehen, du aber folge mir. Und dann habe ich gedacht, so ein Quatsch. Wirklich. Mit dieser Verhärtung bin ich dann halt, weil es so üblich war, hinuntergegangen ohne innere Bewegung in den Chor, habe vielleicht auch noch mitgesungen. Und dann war danach die Messe und dann kam bei der Messe das gleiche Evangelium. Und dann gingen mir wirklich die Augen auf. Weil das, deuten Sie als Zeichen oder haben Sie das? Das habe ich wirklich, weil das war ungewöhnlich. Dieses Evangelium kommt vielleicht einmal in 2 Jahren vor. Verstehe. Mhm. Und da war die Kehrtwendung oder irgendwie das Bewusstsein, da war das ist mein Weg. Ja, da war irgendwie für mich eine Antwort, die ich endlich einmal innerlich annehmen konnte. Die Glaubenszweifel ist das eine und die Fragen, ob ich für so eine Gemeinschaft überhaupt geschaffen bin. Das zweite ist, wenn man 19 ist, 18 ist oder 21 ist, die Frage, schaffe ich das ein Leben lang ohne Frau an meiner Seite, ohne Familie? Ist das nicht auch etwas, was einen jungen Mann sehr bewegt? Das war für mich auch eine riesige Frage, weil ich komme aus einer großen Familie. Meine 4 Geschwister sind alle verheiratet und ich hätte mir das immer gut vorstellen können. Eben. In Ihrem Fall ist ja ganz interessant, Sie haben ja nach der Matura Dienst an der Waffe gemacht. Sie waren einmal zunächst mal Bundesheer. Ich war beim Bundesheer. Sie waren beim Bundesheer und dann haben Sie Jus begonnen. Habe ich Jus begonnen, aber meine Bekehrung so war, ist vielleicht auch überraschend, beim Bundesheer. Das ist sehr überraschend, ja. Und zwar, ich kann das auch nicht so beschreiben, es war ein wirkliches Getroffenwerden und plötzliches Fasziniertsein von Gott und von Jesus Christus. Wissen Sie noch die Situation? Das kann ich nicht so. Es waren mehrere Punkte, die da so hineingespielt haben. Das eine ist ein Zitat vom damaligen Papst Johannes Paul II., das mich wirklich getroffen hat und das irgendwo so ein Lebensmotto für mich auch jetzt noch immer ist, wo er damals zu Jugendlichen, war ich ja damals, zugerufen hat, sei niemals zufrieden mit Mittelmäßigkeit. Mhm. Und das habe ich gehört, da war ich so 20, 21, in einer Zeit, wo ich aus jetziger Sicht mittelmäßig in dem Sinn war, als ich einfach mich in nichts unterschieden habe von den Leuten,
mit denen ich halt, oder von den meisten Leuten. Und das wollte ich aber nicht. Ich wollte nicht mittelmäßig sein. Und für mich war das ist vielleicht auch ein Ding, also dieses Fasziniertsein von Jesus Christus oder dieses zum Glauben kommen, das plötzlich mit Gott rechnen, ein wahnsinnig befreiendes Erlebnis. Interessant. Also das war für mich ein einmaliges frei, Erlebnis. Das habe ich gesagt, für mich innerlich frei bist du, wenn du dich Gott schenkst. Dann, das ist die wahre Freiheit. Gut, es gibt aber nicht nur einen selbst, es gibt ja auch noch die Familie. Und ich kann mir vorstellen, dass die nicht immer nur erfreut reagiert auf so einen Entschluss. Wie war das bei Ihnen, Pater Karl? Also zunächst kann ich mich noch an die Mutter von Pater Johannes Paul erinnern, weil ich bin die draußen gewesen, ich war gerade im Sportraum und dann ist er gekommen, um hier einzuziehen und seine Eltern waren völlig aufgelöst, weiß ich noch. Und ich konnte aber seiner Mutter dann, weiß nicht, ob sie es gemerkt hat, sagen, was ich bei meiner Mutter erlebt habe, dass im Augenblick, wo die Eltern dann sehen, dass das passt, ja, bei der Priesterweihe war das bei meiner Mutter der Fall und bei meinen Eltern, dass sie dann glücklich sind. Weil das ja, so unglücklich ist. Man kann sich's ja nicht vorstellen. Man kann sich's ja, ich konnte mir mit 17 auch nicht vorstellen, dass man in dieser Lebensform glücklich wird. Und das ist eine völlig normale Reaktion von Eltern, auch wenn sie gläubig sind, ja, dass sie glauben, ihr Kind läuft ja vielleicht ins Unglück oder sonst irgendwas, dass sie sich Sorgen machen. Also das ist völlig normal. Halt. Also so wie Sie das jetzt geschildert haben, heißt das, dass auch Ihre gläubigen Eltern ja. nicht sehr begeistert waren. Also bei meiner Einkleidung, wenn man dann ins Kloster eintritt und das Ordensgewand angezogen, das ist eine Feier, ein Abschied, man kommt zivil vor den Abt, ja, und dann wird man überkleidet und dann gibt es jetzt mit der Abt heute jetzt immer ein Essen mit den Eltern und so weiter. Aber meine Eltern, die wollten sofort fahren. Meine Mutter war in Tränen aufgelöst, es hat keine Feier gegeben und so. Also das war ganz dramatisch. Ja. Und ich habe das auch selber damals vielleicht ein bisschen zu streng genommen. Ich war eigentlich, im Evangelium steht alles verlassen und so weiter. Und ich wollte eigentlich selber diese Loslösung. Ich hatte einen großen Freundeskreis und die waren alle noch versammelt bei der Einkleidung. Und dann wollte ich es mal so richtig streng haben. Heute bin ich ein bisschen abgemildert. Und Ihre Mutter heute? Meine Mutter und auch mein Vater und meine ganze Familie waren, ich sage das immer so, ich bin ein bisschen diplomatischer als der Pater Karl. Ich sage immer, die waren überrascht. Als ich gesagt habe, dass ich ins Kloster gehe. Naja, vielleicht kann ich das auch erzählen, weil dann sind immer so Sachen. Es war an dem Tag, mein Bruder, der hat wirklich Glück gehabt, weil der hat an dem Tag auch noch einen Fünfer nach Hause gebracht, als ich meinen Eltern gesagt habe, dass ich ins Kloster gehe. Also für den war es, der war froh an dem Tag. Aber mittlerweile sind meine Eltern, glaube ich, ganz froh. Und vor allem ist natürlich meine Mutter froh, wenn ich im Fernsehen zu sehen bin. Da ist sie ganz stolz. Das ist aber auch sonst ein Grund, diesen Beruf zu ergreifen. Nein, aber das ist eben nicht der Grund. Ah, nein. Aber sie sehen, dass es mir gut geht und dass ich glücklich bin und deswegen tragen sie es mit. Und noch dazu ist jetzt auch mein Bruder schon verheiratet und hat ist ein zwei Unterschied, Kinder. Ob man ein Einzelkind ist oder ob man und dadurch sind jetzt alle froh und happy. Wenn jemand sein dreijähriges Noviziat durchlaufen hat, also legt man doch Gelübde ab für 3 Jahre, dann genügt es nicht, dass der Betreffende selber sagt, ich weiß, das ist mein Weg, ich will das. Es muss auch die Ordensgemeinschaft muss für ihn stimmen. Also zunächst einmal muss der Abt ihn annehmen. Das ist die erste Aufgabe, dass man wirklich Kandidaten oder Interessenten näher halt beobachtet, kann man auch sagen. Nicht? Weil man lässt ihnen ja auch eine Freiheit, das ist sehr wichtig. Ich sage immer, wenn jemand kommt, die Grundvoraussetzung ist, dass er auch wieder gehen kann. Nämlich, es muss eine freie Entscheidung sein, das heißt eine Möglichkeit, die er wählt vor anderen Möglichkeiten, die er sonst noch hätte. Das ist sozusagen die erste Einführungsphase, die Kandidatur. Ja. Da ist noch gar kein Gelübde und nichts und da gehen dann wahrscheinlich auch manche wieder. Oder werden auch nicht genommen. Oder werden auch nicht genommen, überhaupt um Novize werden zu können. Ja, auch also, das ist eine also Entscheidung. Die Entscheidung trifft dann eben der Abt und der Novizenmeister oder Prior und so weiter. Kommen dreimal mehr, als wir nehmen, als der Abt nimmt, nicht? Also wir nehmen wirklich nicht jeden. Und also man das muss geht psychisch auch nicht. Stabil sein, da braucht man alle Voraussetzungen. Genau, wenn der im Leben draußen nicht zurechtkommt, kommt er im Kloster noch viel weniger zurecht. Ist zum Beispiel die Vorgeschichte mit ein Grund, dass man jemanden nicht nimmt? Weil man erfährt, da gibt es eine ganz unglückliche Liebesgeschichte oder der ist im Beruf unglücklich gewesen. Der das sozusagen als Zufluchtsort sieht, ist das ein Ausschließungsgrund? Also ich meine, es darf eben kein Zufluchtsort sein. Das meine ich ja eben. Wenn man das Gefühl hat, der kommt eigentlich, weil er sich hier austherapieren will, beziehungsweise weil er glaubt, draußen nicht bestehen zu können, aus welchen Gründen immer. Also das Kloster ist keine Therapiestation. Ja,
Also ist das ein Grund, zum Beispiel Nein zu sagen? Ja, weil ich meine, wenn einer so, zum Beispiel mit psychischem Defekt kommt, dann ist es wirklich so, dass es eher im Kloster nicht besser wird. Und deshalb tut man ihm auch nichts Gutes, wenn er dann kommt. Man muss wirklich schauen, dass es reife Leute sind, die Matura haben, die eine Berufsausbildung haben, wenn sie eben entweder schon, entweder oder. Oder eben beides. Wenn jemand mit 30 kommt und nur Matura hat, klar, dann ist es auch zu wenig. Der war auf Reisen 10 Jahre, das ist auch nicht genug. Ja. Man kann natürlich jederzeit gehen, selbst dann, wenn man die ewigen Gelübde abgelegt hat. Sie haben einmal, Pater Karl, das so wunderschön formuliert, weil das immer so eine Frage ist mit dieser Ewigkeit, wie lang diese Ewigkeit auch tatsächlich dauert. Sie haben einmal gesagt, der Schlüssel steckt immer innen, genau, nie außen. Genau. Wir sind ja nicht von außen eingesperrt. Ja. Die Leute sind oft schon überrascht, weil es gibt da so immer diese Vorurteile und manchmal haben die Leute so naive Vorstellungen, da kommen die Schergen des Vatikans, die uns ins Kloster schleppen. Ja. Das ist meine freie Liebesentscheidung gegenüber Gott, hinter der ein großer Ruf noch dazu steckt und ich bin wirklich jederzeit frei zu gehen. Ja, also der Schlüssel steckt innen, niemand, der Abt sperrt nicht uns nicht außen ein und es sperrt uns nicht die Kirche außen ein und Gott sperrt uns auch nicht von außen ein, sondern es ist diese große innere Freiheit, mit der wir uns an Gott gebunden haben. Gibt es denn auch Mönche, die schon Väter sind, weil sie Familie hatten, aber dann doch diese Ehe scheitert und also letztendlich einen Neubeginn in ihrem Leben setzen wollen? Das ist also ganz, ganz selten der Fall. Weil wir eben, und die Kirche schützt ja die Familie. Und es ist wichtig, dass vor allem auch die Väter Väter sein können und nicht irgendwie ins Kloster flüchten. Also man nimmt niemanden, der noch unmündige Kinder hat. Nein, das wohl nicht, aber jemand, der eben Familie hatte und dann gibt es vielleicht ein paar Jahre Abstand auch zu der Scheidung und zu dem allen und für sich diese Berufung spürt, die Sie ja empfunden haben, das könnte ja sein. Also ich selber hatte mal in einer Sendung eine Nonne, die war zweifache Mutter, ja, ja, weil genau das passiert ist, jetzt umgekehrt gefragt eben, ob Sie auch einen Vater im Kloster haben. Also das ist nicht die Regel, es ist eher wirklich eine große Ausnahme. Große Ausnahme. Ja. An der Hochschule habe ich heute erst in der Früh mit einem Studenten, der 2 Kinder hat, die inzwischen volljährig geworden sind. Die Bischöfe tun sich trotzdem schwer, ihn zu nehmen. Ja, einfach weil da auch Vorprägungen da sind. Also das ist sicher, es ist möglich, das gibt es. Ja. Aber da muss man auch wirklich genau schauen, ob die Kinder abgesichert sind, ob da vielleicht schwere Verwundungen da sind aus dieser Vergangenheit. Aber Gott ist ganz frei, auch so jemanden zu rufen. Aber die Kirche muss das dann auch genau prüfen. Wir haben derzeit haben wir niemand. Ne? Und oder? Wenn die Glaubensgemeinschaft oder der Orden eben in dem Fall sagt, ja, er darf das Noviziat beginnen, dann kommt es eben zu dieser feierlichen Einkleidung, von der Sie gesprochen haben. Und Sie als Abt geben jedem Novizen einen neuen Namen, der, sollte er Mönch werden, ihm dann auch bleibt. Wonach richtet sich das? Weil, wenn ich sagen darf, Sie sind ja ein gebürtig oder ein geborener Heinrich Josef, sind Abt Maximilian, Sie als Johannes Paul sind der geborene Jakob. Nur Sie durften Ihren Namen behalten, Pater Karl. Sie heißt doch Karl. Nein, Josef. Karl. Ja, Josef. Ja, das hat sich aber, nachdem ich mit 18 eingetreten bin, also mein Vater, der schon im Himmel ist, ja, aber das war dann sehr lustig, weil wir Familienfotos angeschaut haben, wo ich mit meinen Geschwistern dann also in der Badewanne sitze, ja, und dann hat der Papa gesagt, ja, schau, der kleine Pater Karl. Ja. Also sogar mein Vater hat sich dann irgendwie, dieser Name Karl, ja, passt irgendwie zu mir. Also der hat mich gesucht, auch der Heilige. Wahrscheinlich als Karl der Große, nicht? Nein, Karl von mir. Aber diese Geschichte kannte der damalige Abt nicht. Der hat sich einfach Pater Karl genannt. Also es gab einen heiligmäßigen Abt. Es kann immer nur einen geben. Ja? Also es gibt, solange ich lebe, da wird es hier nur einen Pater Karl geben und der Abt wird den Namen Karl nicht einem neuen vergeben. Also bei 90 Mönchen hat jeder dann einen neuen Namen. Also genau. Nur, man kann allen jungen Leuten sagen, das soll kein Grund sein, nicht bei uns einzutreten. Es gibt noch viele männliche Vornamen. Es ist ja auch weiter nicht verwunderlich, wenn Männer, so viele Männer, die alle auf ihre quasi das Versprechen abgeben, auf ihre gelebte Sexualität zu verzichten, wenn es hier zu homosexuellen Beziehungen kommt. Das kann ja passieren. Wenn Sie davon Nachricht bekommen, dass in Ihrem Kloster es eben homosexuelle Partnerschaften Beziehungen gibt, wie reagieren Sie dann, was tun Sie dann? Also ich glaube, dass gelebte Homosexualität und Kloster sich einander ausschließen. Das wäre wie wenn ich in ein Frauenkloster. Verstehen Sie, das wäre genauso, wenn Sie verheiratet sind
und ihr Mann dann neben ihnen noch eine zweite Frau hätte. Gut, aber nicht? Die Dinge passieren das, auch im Leben. Ja, also. Aber das ist sowohl vom religiösen als auch vom menschlichen her undenkbar. Also okay. Wir achten wirklich darauf, dass unser Kloster wirklich in einer klaren Weise die Berufung auch lebt. Das ist überhaupt nicht die Frage, dass das auch sicherlich so gelebt werden kann. Dennoch ist es ja nicht auszuschließen, dass es zu homosexuellen Beziehungen kommt. Also ich meine, also das eine ist die Idealvorstellung. Es wird ständig dann einem das irgendwie unterstellt, kaum geht man im Habit dann herum. Genau. Nicht? Ich kann mich noch gut erinnern, ich war einmal in Altötting mit meiner Mutter und da fuhr dann einer mit dem Rad vorbei, weil man halt dauernd wirklich über dieses Thema spricht und quasi und schrie mir vom Fahrrad herunter, Du schwule Sau. Nicht? Dann habe ich gedacht, bitte, ich bin weder schwul, noch bin ich eine Sau. Und ich würde mir das nie anziehen, verstehen Sie? Und ich glaube wirklich, wir haben eine wunderbare Berufung, die uns in eine Liebe hineinführt, die uns nicht zu Hungerleidern macht. Das heißt, da ist man nicht unerfüllt. Wir haben wirklich eine volle Erfüllung. Darf ich auch was sagen? Weil, also Sie sprechen das Thema halt an und irgendwie verletzt einem das, ja, weil früher war vielleicht der Pfarrer unantastbar und hochwürden und hin und her, aber heute hat man schon das Gefühl, dass man einfach, wenn man in einer geglückten Beziehung mit Gott und in einer so schönen Gemeinschaft wie in Heiligenkreuz oder überhaupt, ich erlebe die Kirche wunderbar, dass man dann permanent mit solchen Themen etikettiert wird. Ja. Wenn ich vielleicht noch was Persönliches sagen darf, ich bin jetzt 52 und was ich jetzt als größtes Opfer eigentlich nehmen muss, ist, dass ich keine Kinder habe. Ja? Ich wollte immer gern Jugendseelsorge. Ich habe Gott sei Dank immer die Jugendlichen durch den Sport auch noch zu. Aber das kann ich auch nicht dem Herrn hinhalten. Ja? Also ich bin jetzt noch Jugendseelsorge, aber ich merke, jetzt bin ich 52, irgendwann bin ich noch älter und dann bin ich nur mein Opa, den sie vielleicht durch meinen Rollstuhl auch durch ein Kloster schieben, wie den Pater Augustinus, der liebevoll von unseren Jungen. Aber keine Kinder zu haben, die Papa zu mir sagen, ja, das ist ein Gedanke, den Sie wahrscheinlich mit Anfang 20 noch gar nicht gehabt haben. Den ich nicht hatte, ja. Aber ich muss das jetzt auch dem lieben Gott schenken. Ich kann kein Doppelleben führen. Das kann man vielleicht heute in der Welt machen, nicht, dass man drei oder vier Beziehungen nebeneinander hat. Und dass man eine Patchwork-Familie dann aufbaut oder was weiß ich. Und dass alles toleriert wird. Aber vor Gott muss ich doch wissen, ich habe hier ein Versprechen abgegeben, das ja nicht nur vor Gott abgegeben ist, sondern auch vor der Gemeinschaft. Die ganze Gemeinschaft war dabei und die haben wirklich eben auch gemerkt, dass ich es ernst meine. Hier im Stift Heiligenkreuz ist es grundsätzlich so, jeder Mönch ist besitzlos, hat ja die Gelübde auch abgelegt. Wie funktioniert denn das eigentlich? Kriegen Sie so eine Art Taschengeld oder sowas? Weil man möchte sich ja auch mal ab und zu, ich weiß nicht, sei es nur das Rasierzeug kaufen, also persönliche Dinge oder ein neues Paar Schuhe. Oder muss man dafür jedes Ding CD. Sozusagen fragen? Ja, CD. Also ich bekomme im Monat 200 Euro, wow. Kann man so sagen? 220. Nicht untertreiben. Aber da muss man sagen, ich wohne ja hier. Ja. Ich kriege hier was zum Essen und für die Sachen, die ich halt sonst brauche, sei es jetzt eben, ja, eben Bücher, ich bin jemand, der gerne liest. Ein Doktorat macht und oder wenn ich halt irgendwas brauche oder neue Schuhe brauche, dann kann ich mir das eben dann kaufen. Ja, und wenn es nicht ausgeht mit diesen 200 Euro, weil man riesige irgendwie... Riesige Ausgaben habe ich sonst eigentlich nicht. Nein, aber wenn man einmal ein bisschen mehr braucht, für Bücher zum Beispiel... Da muss man fragen. Oder Lotto spielen. Nein, aber ich nehme auch nicht mehr als 220 Euro, nur zur Information. Ja. Und versuche wirklich hier genauso bescheiden und einfach zu leben wie meine Mitbrüder, weil ich eben, weil es mir wirklich ein Anliegen ist, dass man, auch wenn ein Stift Besitzungen hat und auch damit verantwortlich umgeht, dass wir selber in einer Bescheidenheit leben, die glaubwürdig ist nach außen. Es ist, ich glaube, auch die Fruchtbarkeit von Heiligenkreuz hängt auch damit zusammen, eben was der Abt gerade sagt, also dass wir wirklich versuchen, das Stift, wir haben Gott sei Dank seit dem 12. Jahrhundert noch unsere Besitzungen, die der heilige Leopold uns geschenkt hat. Wir können auch leben von diesem Wald und so weiter, also wir wissen, dass wir nicht werden betteln gehen müssen. Wir müssen aber eine riesige Gebäudelast erhalten, die dem Staat dann eben nichts kostet. Und auch nicht dem Kirchenbeitragszahler. Ja, aus eigener Kraft. Wir wirtschaften sehr sparsam.
Wir sind aber auch zugleich in finanziellen Engpässen, zum Beispiel mit der Hochschule. Ne? Also wenn wir 23 Studenten aus der dritten Welt haben, die wir hier zu Priestern und vielleicht zukünftigen Professoren an theologischen Hochschulen in Asien, in Afrika ausbilden, also dann brauchen wir da auch Hilfe, ja, für das Ganze. Und die Leute haben das schon gut gesehen. Aber ich glaube auch, das ist eben, weil der Abt seine Bescheidenheit hat, kein Auto, und das bewundern wir auch alle, ja. Also ich habe kein, ja. ich kein teile mein Auto nicht, ja. Weil ich sage, ja. In Familien muss man auch Autosharing betreiben. Ab und zu darf ich auch dann mit seinem Auto fahren. An sich ganz normal. Ja. Wir haben Autos. Aber Familie, ja, ist auch das Stichwort. Wird, ja, denn eigentlich von allen Mitbrüdern erwartet, wir stehen jetzt knapp vor Weihnachten, dass am 24. Dezember alle hier sind? Ja. Das wird, ja, erwartet. Ja, also ich bin... Da schaue ich schon sehr drauf, damit... Ja, er hat mir verboten, ich hätte eine Einladung gehabt, aber ich durfte nicht weg. Leider. Nein, aber es wäre doch auch vielleicht für die Eltern ganz schön, wenn der Sohn zu Weihnachten nach Hause kommt. Das geht. Aber stellen Sie mal vor, ja, Sie sind verheiratet, nicht, und würden zu Ihrem Mann sagen, du, ich bin bei meinen Eltern und du kannst bei den Kindern bleiben. Guter Vergleich. Also nach Weihnachten, ja, also ich habe, ja, immer am 25. Dezember bin ich bei der Mama, die ist ja nur 30 Kilometer von hier, das ist schon klar. Ja. Ich bin am 26. Dezember. Aber am Heiligen Abend. Auch, dann kann man weg. Und, ja, wenn man auf Urlaub gehen will einmal, wenn man einfach ganz privat 2 Wochen mal ans Meer fahren möchte, muss man auch ansuchen. Also privat sind wir in dem Sinn nie, weil wir eigentlich immer Mönche bleiben. Und ich bin, auch wenn ich im Urlaub bin, im Habit. Und ich feiere auch im Urlaub meine heilige Messe. Und die Leute wissen das auch und die sind auch ganz glücklich. Ich bin meistens in der Steiermark, weil ich mich da sehr wohl fühle. Wenn ich dann nur ganz kurz was... zitieren darf, nach jüngsten Informationen ist diese CD Chant, Music for Paradise, mittlerweile 1,4 Millionen Mal verkauft worden. Und das seit 2007 ist sie produziert, ja, worden, nicht? Also seit 2008 aber ist sie losgegangen. Aber wir haben inzwischen schon viel weiter. Kein Problem, ich möchte nur mal die Zahlen dazu. In Österreich hat es dafür 7-fach Platin gegeben, war natürlich auch in Österreich in den Charts. Platin hat es aber auch gegeben in England, in Deutschland, in den Niederlanden und in Polen. Und in England war diese CD sogar in den Top 10 Pop-Charts. Das haben bislang vorher nur 2 Österreicher erreicht, nämlich der DJ Ötzi und der Falco. Also wirklich in... Ich habe das jetzt auch beobachtet. Ja. Also Conchita Wurst ist nicht in die Top 10. Ich hätte es ja gewünscht, ja, oder ihm. Aber es ist nicht, in die, da ist mir auch bewusst geworden, erst was das für warum das so ein Sensation ist. Unglaublich. Wir haben ja damals, relativ bald nachdem die CD heraus war, hier schon einen Beitrag gemacht, damals noch für Vera exklusiv. Ja. Das wurde auch akzeptiert. Später waren sie dann in Wetten, dass, also das hat den Mitbrüdern, glaube ich, weniger gut gefallen. Es war sehr fruchtbar. Es war sehr, sehr fruchtbar, ja, ja. Aber vielleicht können Sie jetzt trotzdem, ja, noch mal ganz kurz erzählen, wie es überhaupt zu dieser Zusammenarbeit mit dem Plattenkonzern Universal Music gekommen ist. Eine Fügung. Ja, also ich kann nur sagen, jetzt auch im Nachhinein, es war wirklich gefügt. Ja. Wir waren immer offen, so wie der Pater Johannes Paul eben auch gesagt hat, wir wollen die Schönheit unseres Lebens ausstrahlen. Und dann gab es plötzlich nach dem Papstbesuch 2007, im Februar 2008, die Anfrage von Universal Music auf ein botschertes E-Mail von mir nach London, wo ich nicht wusste, was ist. Und dann haben uns die gecastet, haben hier aufgenommen und es entstand dann diese Sensations-CD Chant, Music for Paradise. Und alle waren überrascht. Ja, und es hat jetzt so viel Spaß gemacht und letztendlich auch dem Kloster schon sehr viel Geld auch gebracht. Das darf man auch nicht sagen. Das kann man nicht sagen. Nein. Also bei 1,4 Millionen verkauften CDs? Nein, nein, wirklich nicht? Wirklich nicht. Schlecht verhandelt. Das kann er besser. Also schlecht verhandelt mit Universal. Also im Nachhinein hat sich es auf allen Ebenen ausgezahlt, wenn ich es kurz schildern darf. Wir haben damals 28 Cent sind dann übergeblieben pro CD, also an die 300.000 Euro. Wir waren schon ein bisschen enttäuscht auch, weil wir hatten Gagenangebote von bis zu 240.000 Euro für Meilen der Skala, eine Tour durch 5 deutsche Kathedralen, Schwarzenegger hätte uns eingeladen. Das haben wir alles nicht gemacht. Also durch Konzerte hätten wir sehr, sehr viel Geld verdienen können. Wir haben aber von vornherein gesagt, machen wir nicht, unser Gesang ist Gebet. Ja? Deshalb war das dann ein bisschen natürlich enttäuschend, wie wir so Kassasturz gemacht haben. Da mussten wir noch groß Steuern zahlen, ja, und so weiter, wie es in Österreich üblich ist. Und wir hatten mehr gehofft, weil das Geld ja für unsere Studenten war. Das war 2008, 2009. Also finanziell war es nichts. Ja? Aber die gute, schöne Ausstrahlung, die wir, glaube ich, hatten und auch, weil wir immer authentisch geblieben sind und nie gierig geworden sind.
Ja, da bin ich auch stolz auf meine Mitbrüder. Ich weiß noch, wie ich reingestürmt bin in diese Rekreation, wo wir so alle zusammensitzen. Ja. Ich war ganz außer mir. Die haben Gold in England. Ja. Und die Mitbrüder haben so geschaut. Ja. Na und? Und Abt Gregor hat gesagt, Pater Karl, belästige uns nicht mit solchen Nebensächlichkeiten. Ja. Aber gefreut hat es doch jeden. Naja, schon irgendwie. Aber es ist irgendwie nicht, wenn man in die Medien kommt, man erlebt so viele Menschen, die mediengeil sind. Also wir empfinden uns nicht als Stars. Und wie auch immer, also, so wie es ausschaut, ist ein Ende der Musikkarriere der Mönche, der von Heiligenkreuz nicht abzusehen. Das ist eine CD nach der anderen. Schauen Sie, der Erfolg von Heiligenkreuz ist nicht die CD. Ja, das muss ich wirklich sagen. Auch. Ja, also die, ist ein, die strahlt etwas nach außen, was wir von der Substanz sind. Ja. Und wenn man hierher kommt und die Gemeinschaft erlebt, ja, also diese Konzentration auf Gott und auch dieses liebevolle Umgehen miteinander, ja, das ist die Stärke von Heiligenkreuz. Schön, das zu hören, dass diese Gemeinschaft hier wirklich offensichtlich sehr, sehr gut funktioniert. Schön, dass Sie wieder mit dabei waren. Ich wünsche Ihnen ein wunderschönes Weihnachtsfest, Ihnen natürlich auch in der Gemeinschaft. Vielen Dank, Ihnen auch. Und ich danke, dass ich als Frau hier einmal zugelassen bin. Immer wieder. Herzlich willkommen. Danke. Thank you.